Montag, 8. Juni, es ist wieder Sitzungswoche im Bundestag und unsere Sendung heißt ja aus dem Bundestag. Und ich habe heute eingeladen Lisa Paus, Bundestagsabgeordnete der Grünen aus dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Charlottenburg-Wilmersdorf. Nicht, dass ich es wieder andersrum sage, aber ich lieber jetzt keinen Fehler machen wollen. Okay. Herzlich willkommen, die Woche geht los, was liegt an? Normale Sitzungswoche, wir werden sicherlich wieder über Griechenland reden. Varoufakis ist tatsächlich heute sogar zu Besuch bei uns in der Fraktion. Wir werden mit ihm reden über, wie valide jetzt das Angebot von Griechenland ist. Welche Fragen stellen Sie ihm? Das ist dieser, nur damit Sie es nochmal wissen, dieser großgewachsene, glatzköpfige Finanzminister. Der gut aussehende, sagt Lisa Paus, der unseren Finanzminister Schäuble zur Weißglut treibt. Was werden Sie ihn fragen? Inwieweit denn ein Kompromiss möglich ist. Die Zeit läuft tatsächlich beiden Seiten davon. Es ist nach wie vor klar, keiner hat was davon, wenn es nicht zu einer Einigung kommt. Und wir sind in der letzten Woche von der Bundesregierung nochmal telefonisch gebrieft worden über die Position der Bundesregierung, über die Position der Eurogruppe. Und ich werde halt jetzt Varoufakis nach der griechischen Position nochmal fragen, um einfach nochmal die andere Perspektive zu hören. Wichtige Fragen sind tatsächlich, es sollen nach wie vor Rentenkürzungen beschlossen werden. Ich finde auch nach wie vor sehr kritisch. Das wollen die Europäer. Das wollen die Europäer. Also nur, um das mal klarzustellen, ja, genau. Das will nicht die griechische Regierung. Ja, genau. So. Und da in der Tat bin ich da, ist es nicht grüne Position sozusagen per se, dass Rentenkürzung eine gute Sache ist. Das Zweite ist, dass immer noch im Gespräch ist, dass für einzelne Bereiche die Mehrwertsteuer erhöht werden soll, zum Beispiel eben auch für Medikamente. Wir haben ja inzwischen, glaube ich, in Deutschland alle gelernt, dass in Griechenland es eben nicht die gesetzliche Krankenversicherung gibt, wie wir sie hier haben, sondern dass man da ohnehin komplett bezahlen muss, dass deswegen inzwischen die gesundheitliche Versorgung in relevanten Teilen nicht mehr gewährleistet ist, dass die Leute nicht mehr ins Krankenhaus gehen können, dass Leute tatsächlich mehr sterben, als sie es vorher getan haben. Das soll jetzt teurer gemacht werden. Und das soll jetzt eben auch noch teurer gemacht werden. Von daher verstehe ich da in gewisser Weise. Also Sie sind auch dagegen, Ja, genau. Also ne, natürlich, wir brauchen eine tragfähige Lösung, wir brauchen eine Perspektive für Griechenland, aber das, was in Teilen die Griechen da jetzt kritisieren, das finde ich nachvollziehbar und das finde ich deswegen unterstütze ich da die griechische Position. Was ich nicht gut finde, ist, dass nach wie vor Milliardäre eben wenig oder gar nicht besteuert werden in Griechenland. Das hängt damit zusammen, dass es noch in der Verfassung steht, dass Reeder in Griechenland keine Steuern zahlen. Aber nicht alle Millionäre sind ja Reeder. Genau, oder kauft sich jeder schnell ein Schiff und ist damit ein Reeder und damit steuerfrei. Genau, das ist das so. Das ist so. Genau. Und das ist ja absurd. Deswegen ist tatsächlich, wenn man eben zu Recht sagt, ne, das, was da jetzt an Ausgabenkürzungen verlangt wird, das ist zu viel und ist auch sozial nicht gerecht, dann muss man auch, wenn man nicht so sehr über die Ausgabenseite sprechen will, dann muss man stärker über die Einnahmeseite sprechen, dann muss man eben darüber sprechen, wie man eben die Leistungsfähigeren auch besser besteuern kann. Und da sagt die Bundesregierung, einiges, was die Bundesregierung angeboten hat, hat Griechenland nicht aufgegriffen. Dazu würde ich zum Beispiel in Varoufakis befragen. Ja, aber das ist doch eigentlich ganz logisch, dass man sagt, wenn ihr eure Millionäre nicht besteuert, die einzigen, die Geld haben, ja, wozu soll ich denn als europäisches EU-Mitglied euch dieses Geld geben, was ihr euch von euren eigenen Millionären nicht holt? Das ist doch absurd. Genau, das ist ein richtig krasses Gerechtigkeitsproblem. Ich sage auch immer gerne, es kann nicht sein, dass jetzt Griechenland statt von den eigenen Milliardären von den deutschen Milliardären gerettet wird, geschweige denn sozusagen von der normalen Mittelschicht, sondern ne, die es können, sollen ihren Beitrag leisten. Und es kann einfach nicht sein, dass eben tatsächlich Milliardäre in Griechenland nicht Steuern zahlen. Aber wir kennen ja diesen gut aussehenden Mann inzwischen, der sagt, geht mich alles nichts an, Deutschland schuldet uns 300 Milliarden Reparationen. Sollen die uns das geben, sind unsere Probleme gelöst. Wird das ein Thema sein heute Nachmittag? Also über die Reparationszahlungen, da haben wir Grünen ja auch gesagt, das macht jetzt keinen Sinn, das jetzt hier aktuell miteinander zu verrechnen, aber das ist schon so, dass wir anerkennen, dass Griechenland da einen richtigen Punkt hat.
Ja, das hat sich jetzt blöd hochgeschaukelt, aber die Haltung der Bundesregierung, das ist alles geklärt, ne, da ist nichts mehr und die sollen gefälligst Ruhe geben, das ist auch nicht in Ordnung. Sondern wenn man sich das genau anschaut, von der Geschichte her, von den Verträgen her, dann hat Griechenland da einen richtigen Punkt. Griechenland war an den 2+4 Verhandlungen, wo die restlichen Ansprüche gestrichen wurden, nicht beteiligt. Ja, alle anderen 120 Länder, die mit Deutschland im Krieg waren, auch nicht. Genau, so, von daher haben auch andere Länder tatsächlich noch Rechte. Und es ist schon ein bisschen sehr überheblich und wird der Geschichte nicht gerecht, wenn Deutschland jetzt einfach sagt, was wollt ihr irgendwie jetzt noch mit Sachen von vorgestern. Ja, aber da müssen wir doch wohl über das Londoner Schuldenabkommen von 1953 reden. Da wurde das alles durchgestrichen. Und ganz vorneweg haben die Sowjets schon von sich aus alle Schulden gegenüber Deutschland durchgestrichen. Ja, aber Griechenland, die Sowjetunion. Ja, aber Griechenland hat damals nicht dauerhaft für ein wiedervereinigtes Deutschland alles durchgestrichen. Das ist so nicht richtig. Und umgekehrt ist richtig, dass Griechenland jetzt ja eigentlich nicht viel was anderes will als eine Schuldenkonferenz, wie wir sie eben als Deutschland tatsächlich schon mal hatten, wovon wir stark profitiert haben, was eigentlich das Wirtschaftswunder erst ermöglicht hat. Das ist das Thema von Griechenland, das ist das Thema von Varoufakis und da sagen alle namhaften Ökonomen auch, da hat er einen Punkt. Ja? Also ganz ohne Schuldenerlass wird es für Griechenland keine Zukunft geben. Griechenland hat jetzt schon einen Schuldenstand. Die Krise fing an mit einem Schuldenstand von 130-140% im Verhältnis zu ihrer Wertschöpfung, zu ihrer Wirtschaftskraft. Jetzt haben sie einen Schuldenstand von über 170%. Haben die Italiener übrigens auch? Nein, das haben sie nicht übrigens. Das ist nicht richtig, sondern die Italiener haben einen von so 120%. Die Griechen haben inzwischen einen von über 170% im Verhältnis zu ihrer Wirtschaftskraft. Das heißt, die müssen sozusagen zwei Jahreswertschöpfungen zusammenkratzen, um die Schulden zu bezahlen und dann haben sie immer noch nichts Positives geschaffen. So, von daher ist allen klar, ne, da muss noch mal ein Schuldenschnitt her. Das möchte Varoufakis, das möchte aber die Europäische Union nicht und deswegen hat sich das so verklemmt. Ja, Sie sprechen das so leichtfertig, da muss ein Schuldenschnitt her. Warum denn eigentlich? Wir haben den Griechen, wir spreche ich jetzt mal als wir die EU an insgesamt, ja, oder die EU hat den Griechen Geld gegeben, der Währungsfonds hat den Griechen Geld gegeben und haben sich verpflichtet, das zurückzubezahlen. So ist das im normalen Leben auch. Wenn ich Ihnen Geld gebe und wir vereinbaren, Sie zahlen 3% Zinsen und nach einem halben Jahr kommen Sie und sagen Sie, ich habe Pech gehabt, nicht? Ich streiche die Hälfte durch, das nennt man Schuldenschnitt. Genau. Ne? Und dann ist das in Ordnung, sage ich, nee, sind Sie bekloppt oder was? Ja, und so reagieren ja die Europäer auch und Sie sagen so mit Leichtigkeit, da muss ein Schuldenschnitt her. Der normale Bürger sagt nein. Machen Sie denn da als Grüne nicht einen Minuspunkt? Ich glaube, der normale Bürger hat schon verstanden, wie wichtig die Weiterexistenz der Europäischen Union und der Eurozone ist. Das ist eine Frage. Ohne Griechenland. Und genau, da wird jetzt immer lapidar gesagt, ohne Griechenland geht's auch. Ne? Da können wir jetzt hier länger drüber reden. Ich sage klar, ohne Griechenland geht es nicht. Nicht, weil Griechenland jetzt ökonomisch so wichtig wäre, sondern weil das der Präzedenzfall dafür ist, dass man ein Land nach dem anderen rausschießen kann aus der Eurozone. Und das ist das Problem. So, und bei Griechenland können Sie jetzt sagen, in der Tat, normalerweise muss die Schulden bezahlen, aber auch Deutschland kennt das Insolvenzrecht. Ja, es gibt eben immer mal wieder Fälle, auch wenn man das nicht gut findet und das nicht in Ordnung ist, ne, und natürlich auch ein hohes Eigenverschulden ist, wenn man in entsprechende Situationen kommt, aber trotzdem gibt es aus guten Gründen das Insolvenzrecht, wenn es eben nicht mehr geht. Das muss ich aber erklären. Das haben die Griechen aber nicht. Nein, wenn die Griechen sich ihren Konkurs erklären, dann sieht die Welt ja anders aus. Nee, Staatsbankrott nennen wir das. Ja, aber Staatsbankrott, es gibt eben für Staatsbankrotte immer noch kein reguliertes Verfahren. Anders als für Privatpersonen und für Unternehmen gibt es eben kein Insolvenzrecht für Staaten. Und deswegen läuft es so, wie es läuft. Ich zum Beispiel übrigens habe dem ersten Griechenland-Rettungspaket nicht zugestimmt, weil ich tatsächlich damals gesagt habe, Griechenland hat kein Liquiditätsproblem, wie Merkel und andere es damals gesagt haben. Wir geben ein bisschen Geld und dann kommen die wieder auf die Füße. Ja, also wir leihen ihnen ein bisschen Geld, sozusagen die haben Liquiditätsproblem und dann berappelt sich das wieder. Es war damals klar, die haben kein Liquiditätsproblem, die sind pleite. Ja? Und deswegen habe ich gesagt, man muss das anders machen. Hätte damals eben schon tatsächlich diesen Schuldenschnitt sofort machen müssen, in einer relevanten Größe und dann mit entsprechenden Bedingungen Griechenland auf die Beine helfen. Man hat damals den Fehler gemacht, den wir jetzt noch durchschleifen. Das kann man auch Griechenland ankreiden, aber ich kreide auch ganz klar der Bundesregierung an, weil sie da falsch gespielt hat. Also wenn Sie für einen Schuldenschnitt sind, das wird der griechische Finanzminister heute auch für Ihre Fraktion fordern, dann werden Sie applaudieren und die Mehrheit der Deutschen wird sagen, nein.
Ja, das ist der Stand der Dinge. Werden wir sehen. Also der Punkt ist ja tatsächlich, dass viele Leute jetzt bei diesem ganzen Euro-Krisenthema inzwischen abwinken. Ja, aber Schuldenschnitt versteht der normale Deutsche. Das weiß der. Das weiß der. Der sagt, mein gutes Geld, das ich gegeben habe, das ist nur noch die Hälfte wert. Oder noch weniger, wenn es einen Schuldenschnitt gibt. Ist auch egal. Wir werden das mal abwarten. Wird eine spannende Diskussion heute. Ja, es findet ja gleich so, erst statt. Wenn Sie hier rausgehen, genau, sehen Sie ihn ja erst. Es ist jedenfalls so, dass, das möchte ich auch noch mal sagen, das Geld, was Griechenland bekommen hat, hat Griechenland nicht geschenkt bekommen, sondern es hat lediglich einen Kredit bekommen. Ja, einen günstigen, ja, den aber, ist aber ein, nur zur aber Hälfte ein, oder weniger zurückzahlen. Aber einen Kredit bekommen. Schuldenschnitt. Und mit dem Geld hat Griechenland nicht, ne, Gesundheit oder irgendwas anderes finanziert, sondern das ist zu 70-80% gleich wieder zurückgegangen an die Banken. Übrigens, die privaten Banken sind inzwischen draußen. Ne? So, Griechenland hat nichts davon gehabt, die öffentlichen, die Länder haben nichts davon gehabt. Das Einzige, was bisher tatsächlich substanziell passiert ist, ist, dass die privaten Banken aus dem Risiko raus sind. Das ist auch eine Konsequenz der verfehlten Rettungspolitik. Natürlich kann man sagen, Griechenland, Griechenland, Griechenland. Nee, kann man ich sage anders. Ja? Bürger, 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 denn das Geld der privaten Banken ist nämlich mein Spargeld. Ja, genau. Ja? Und genau. Da sage ich, wieso soll ich denn das ständig den Griechen nachschmeißen? Das ist doch der Punkt. Und der Punkt wird doch im Bundestag heikel, nicht nur heute Nachmittag, Ihre Diskussion wird ja, nehme ich mal an, so was Sie gesagt haben, in vielen Punkten sind Sie ja einig mit dem, wird ja eher freundschaftlich sein. Aber die entscheidende Diskussion im Bundestag Ende dieses Monats, wo es nämlich darum geht, ob man ein neues Paket schließt oder nicht, beschließt oder nicht. Und wenn da die Negativstimmen, die Neinstimmen aus der Koalition kommen und es abgelehnt wird, dann haben wir eine echte Krise. Dann würde ich mal sagen, Sie stimmen ja sowieso mit Nein, nehme ich mal an. Nein, das kommt auf das. Nein, und bisher haben wir den Rettungspaketen als Fraktion für Griechenland immer zugestimmt. Ja, nur beim ersten Mal nicht. Ich habe persönlich beim ersten Mal nicht zugestimmt, weil ich gesagt habe, wenn ich mir konkret das anschaue, was da beschlossen wird, hilft das Griechenland, wird Griechenland damit über den Berg kommen oder nicht, dann sage ich, das hilft Griechenland nicht. Da brauchen wir eine andere Lösung. Ich wäre für eine Insolvenzvariante gewesen. Ich wäre auch übrigens. Für einen Schuldenschnitt bei der Insolvenz, ne? Guckt man dann ja mit den Gläubigern, wie geht es weiter. Ich wäre auch dafür gegeben, dass es damals einen Volksentscheid gegeben hätte, wollen sie drinbleiben oder wollen sie rausgehen. Das alles sozusagen ist auch aktiv verhindert worden von der Troika, auch von der deutschen Bundesregierung. Schwierige Sache in Griechenland. Diese Woche mit dem Bundestag. Heute ist der griechische Finanzminister hier und er ist natürlich auch in der Fraktion der Grünen. Zu Gast bei mir heute im Bundestag, 8. Juni, ist Lisa Paus, die Grünen Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf. Wir sprechen gleich weiter. Wir müssen jetzt eine kleine Pause machen, denn wir müssen auch Geld verdienen als Privatsender und dann sprechen wir weiter. Es gibt noch interessante Themen, nämlich Lisa Paus kommt gerade aus Italien zurück und hat sich über die Flüchtlingsfrage-Problematik, kann man wohl besser sagen, hautnah informiert und darüber wollen wir nach der Pause mehr hören. Bis gleich.